Ich habe jetzt im Januar angefangen als neue künstliche Leiterin. Es ist eine mega Freude und Ehre, diesen Job anzutreten, weil ich bin mega Fumetto-Fan. Seit 15 Jahren ungefähr schon kam ich auch jedes Jahr. Was ich noch ausbauen möchte, ist auch so ein Programm für Kinder und Jugendliche. Das Workshop-Programm ist ja auch schon da. Es gibt das Fumettino seit Anbeginn des Festivals. Das hat ja auch so angefangen als ein Festival für Jugendliche. Und das möchte ich auf jeden Fall auch noch mal weiter vertiefen. Was mich auch sehr interessiert, wo ich mich gar noch nicht gut auskenne, sind so digitale Geschichten. Also nicht nur digital erstellte Comics, die wir dann ausdrucken und an die Wand hängen, sondern wirklich auch, was man im digitalen Raum alles so machen kann oder was da alles so geht. Da muss ich mir aber auch erstmal einen Überblick verschaffen. Wir waren ja vorhin in der Ausstellung von Amélie Dupré. Das ist ein neu geschaffenes Förderformat für junge, aufstrebende Comiczeichnerinnen. Da spannen wir zusammen mit der Stiftung Weltethos Schweiz, die den Preis stiften. Es ist eine Ausstellung am Fumetto plus ein Geldpreis plus eine Publikation, die herausgegeben wird. J'étais vraiment très, très étonnée de recevoir ce prix, mais très contente. Et puis c'est agréable de voir que son travail est reconnu, surtout dans ce domaine qui est l'illustration et qui n'est pas évident pour se faire connaître, surtout en Suisse. Je suis partie sur un travail sur les croyances chamaniques et bouddhistes, tout ce qui est relié au karma, aux vies antérieures, aux réincarnations, parce que c'est quelque chose qui me touche et puis auquel je suis vraiment très sensible. Et j'ai voulu faire un travail là-dessus. Donc c'est l'histoire d'un personnage qui se retrouve mort et puis qui se retrouve entre les deux mondes, en train de faire un chemin entre la vie et la mort. Eine sehr schöne, niederschwellige Partnerschaft sind auch die Satellitenausstellungen. Es gibt, glaube ich, dieses Jahr rund 30 in Geschäften, Restaurants, Bars in ganz Luzern verteilt. Da übernimmt Fumetto einfach eine Vermittlerinnenrolle. Wir bringen Künstlerinnen und Geschäfte Luzerner Orte zusammen und die können dann ihre Ausstellung selber konzipieren, durchführen. In der Ausstellung hier zeigen wir die Resultate des Fumetto-Wettbewerbs. Und diese Ausstellung wird traditionellerweise von einer Künstlerin, einem Künstler gestaltet. Und dieses Jahr ist Samira Bellorf, die diese wunderschöne Pappwohnung, eine sehr schöne zweidimensionale Wohnung als Kulisse sozusagen für diese Wettbewerbsarbeiten entworfen hat. Ja.